Jolo, mein Name ist Laminator, ich begrüße euch recht herzlich zurück oder wieder oder wie auch immer. Und zwar nennt sich diese Folge hier 10 Gründe, den Herbst zu hassen, weil ich einige Dinge hasse. Also ich hasse eigentlich nicht Dinge, aber ich mag sie bloß weniger und blablabla, wie auch immer. Fangen wir an. Die erste Sache, im Herbst hat man weniger Licht. Also es wird früher dunkel und so und mit Zeitumstellung auch noch. Es geht einfach auf den Sack und ist nervig. Mich nervt das total, wenn ich abends, also abends, ja, wenn ich nach der Schule mit dem Hund spazieren gehe und schon den Sonnenuntergang geht, sehe und dann nach Hause komme und ich weiß nicht, ich muss im Dunkeln Hausaufgaben machen und. Nervig. Punkt 2. Es regnet im Herbst ständig. Vorhin erst, ich wollte aufstehen und dann gleich mit dem Hund gehen. Ich konnte nicht mit dem Hund gehen, beziehungsweise ich hätte gehen können. Aber es hat in Strömen geregnet, also hatte ich keinen Bock mit dem Hund zu gehen. Ziemlich simpel. Regen ist scheiße. Also manchmal ist Regen auch geil, wenn man mit Gummistiefeln durch die Pfützen springen kann und so als kleines Kind. Aber naja, ich bin kein kleines Kind mehr. Punkt Nummer 3. Der Wind. Seid ihr schon mal im Herbst Fahrrad gefahren und dachtet euch so, was ist das? Ich werde hier fast umgepustet, umgeblasen vom Wind. Das ist, das geht sowas von auf die Nerven und das ist scheiße. Und auch wenn ihr spazieren geht, die Kapuze fliegt ständig runter oder wenn ihr Fahrrad fahrt, auch immer. Das ist auf jeden Fall ziemlich kacke. Dann kommen wir zu Punkt 4. Und zwar im Herbst kann man basteln und wenn man nicht bastelt, sieht das Haus kacke aus und so. Und wenn ihr später vielleicht Kinder habt, dann wollt ihr basteln oder müsst ihr basteln. Wie auch immer, basteln ist auf jeden Fall so für mich. Das verbinde ich so mit dem Herbst und das mag ich nicht. Weil basteln, also weil ich nicht basteln kann, weil ich zwei linke Hände habe, was basteln geht. Wie auch immer. So, dann kommen wir zu Punkt 5. Halloween. Halloween kann man geil finden oder Halloween kann man scheiße spielen. Vielleicht wird irgendwann der Zeitpunkt finden, kommen, an dem ich Halloween wieder geil finde. Aber momentan finde ich es einfach nur scheiße. Weil, ja, wenn ich mich bei uns in der Gegend umgucke, beziehungsweise bei uns, ich war zu Hause, und die Kinder kamen und die Kostüme waren so einigermaßen in Ordnung, ja, aber es kamen nur 15 Kinder am Abend und das ist irgendwie gefühlt ein bisschen wenig und dann ist dieser Zweck von Halloween sowieso dahin und Halloween ist sowieso keine so Tugend, Tradition, was auch immer. Und also noch mehr ein Grund für mich, Halloween scheiße zu finden war, als mir meine Oma erzählt hat, dass hier bei uns in Brandenburg haben wir Reformationstag. Wer nicht weiß, was die Reformation ist, kann das gerne schnell jetzt mal googeln, so irgendwie. Ja, und dann sind bei ihr welche angekommen und wollten ihr und haben ihr einen frohen Reformationstag gewünscht und ihr was geschenkt. Und alle anderen Kinder sind rumgegangen und haben Süßigkeiten bekommen und die mussten rumgehen und was verteilen. Jetzt im Ernsthaft, wie mies ist das? Was für eine Qual ist das? Das finde ich richtig, richtig scheiße. So, dann komme ich jetzt zum Punkt 6. Und zwar: Der Herbst ist eine Übergangsjahreszeit, genauso wie der Frühling. Es ist nicht warm und es ist nicht kalt. Sieht man sehr schön, wenn man morgens aus dem Haus geht, sind 8 Grad. Nachmittags geht man, kommt man von irgendwo wieder, sind 17, 18, 20 Grad. Ist scheiße, du brauchst am besten 4 Jacken und einen großen Rucksack, wo du die Jacke reinpackst und andere Schuhe und was weiß ich nicht alles. Das ist scheiße. Außerdem, ja, wird man in so Übergangsjahreszeiten immer krank und es gibt die Frühjahrsgrippe und es gibt die Herbstgrippe, also so ein bisschen Frühjahr und Herbst, da wird man eher krank und es ist kacke und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Punkt Nummer 7. Es gibt gar noch keinen Schnee im Herbst. Es liegt kein Schnee. Ich mag Schnee, ich bin ein persönlicher Schnee- und Winterfan, aber das ist jetzt nur so eine Sache. Aber überlegt mal, im Herbst liegen nur Blätter, auf denen kann man ausrutschen. Und die sehen vielleicht manchmal auch ein bisschen schön aus. Also manchmal. Aber auch wirklich nur manchmal. Und es liegt halt noch kein Schnee und Schnee ist schön und dann ist es auch im Dunkeln hell, wenn Schnee liegt und du kannst da reinpissen und dann wird er gelb oder weiß ich nicht, was ihr sonst so im Schnee macht. Vielleicht auch Schlitten fahren oder eine Schneeballschlacht, keine Ahnung. Egal. Punkt Nummer 8. Man kann im Herbst noch nicht bewusst Glühwein trinken. Man muss damit warten, bis erst richtig Winter wird und man das kann und Weihnachtsmärkte anfangen. Weil wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und es ist noch Herbst, dann fühlt sich das für mich nicht nach Weihnachtsstimmung an. Dann will ich auch keinen Glühwein trinken. Ich mag Glühwein zwar sowieso nicht, aber trotzdem. So, Punkt Nummer 9 sind wir schon. Der Sommer ist vorbei. Das ist ziemlich scheiße. Ich habe so in den letzten Jahren fand ich den Sommer jetzt doch so ganz toll und dachte mir so, ey, cool, wir haben Sommer. Aber naja, dann ist der jetzt im Herbst natürlich vorbei und dann sind wir am Arsch und dann ist es wieder kalt, wird es wieder kalt und boah. Ist auf jeden Fall ziemlich kacke. Punkt Nummer 10 ist die Temperatur.
Im Herbst haben wir einfach eine Scheißtemperatur. Ich hab's vorhin schon angesprochen. Die Temperatur schwankt, sie geht von oben nach unten. Einen Tag haben wir 12 Grad, einen 15, 27, 25. Das geht auf den Sack. Und man muss sich immer irgendwelche Klamotten mitnehmen. Das ist scheiße. Und damit würde ich sagen, haben wir den Herbst jetzt gründlich gehasst und können ihn jetzt genießen oder hassen oder keine Ahnung. Oder abwarten, bis Winter kommt oder abwarten, bis Sommer kommt oder abwarten, bis besseres Wetter wird. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschö.